Stellen Sie jetzt Ihre Sinne auf Genuss und Freude ein. Viele verstehen zu träumen, aber nur wenige verstehen, wirklich zu leben. Für manche Menschen ist das Wort Genuss sogar negativ besetzt. Aber das sollte nicht sein. Das Leben ist ein Geschenk, ist gedacht als Freude und Genuss. Also fangen Sie an, wirklich jeden Augenblick zu genießen. Sogar Schwierigkeiten, Probleme. Denn die sind ja in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Und fangen Sie gleich jetzt damit an. Gehen Sie ganz bewusst den Weg der Freude. Und das ist nicht abhängig von den Umständen, sondern wie Sie damit umgehen. Wir leben, um wirklich zu leben. Machen Sie Freundlichkeit und Höflichkeit zu Ihrer inneren Haltung. Erwarten Sie nicht, dass die anderen das auch tun. Seien Sie freundlich, weil Sie sich dann in sich und in Ihrem Leben wohler fühlen. Zelebrieren Sie Ihren kultivierten Lebensstil. Sie haben gerade herausgefunden, was es heißt, ein Lebenskünstler zu sein. Nämlich jemand, der fortgeschritten ist in der Kunst zu leben. Denn Leben ist wirklich eine Kunst. Und die Ausbildung dauert ein ganzes Leben lang. Fangen Sie gleich jetzt an, wirklich zu leben. Verzaubern Sie Ihren Alltag und machen Sie aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar etwas Einmaliges. Aus jedem Alltag entdecken Sie Ihre Individualität, die Vollkommenheit Ihres wahren Seins. Haben Sie den Mut, Sie selbst zu sein und versuchen Sie nicht mehr normal zu sein. Wer das tut, was alle tun, der erreicht auch das, was alle erreichen. Machen Sie sich einmal bewusst, was würde ich am liebsten ab jetzt tun? Wie sollte mein Leben im Idealfall aussehen? Und was hindert mich eigentlich noch daran, genau das zu tun? Ich meine, was hindert mich wirklich? Welche Ausrede habe ich noch, nicht wirklich mein Leben zu leben? Machen Sie sich bewusst, Sie sind etwas ganz Besonderes. Sie sind einmalig. Stehen Sie dazu. Leben ist sehr viel mehr, als nur mit der Zeit älter zu werden. Hören Sie überhaupt auf zu werden und fangen Sie an zu sein. Beginnen Sie jetzt, in diesem Augenblick so zu sein, dass Sie am Ende sagen können, ich habe wirklich gelebt. Dann war es ein erfülltes Leben.